Gesegnete Mahlzeit, meine Freunde. Ibims, der phänomenale Über-Boston-Pimp. Und heute han I einen Gast dabei. Sag mal Hallo. Das war sein kannibalischer Urzeitschrei, mit dem er Weibchen anlockt. Komm, wir hüpfen fröhlich durch die Gegend. Hahaha. Ja. Lololol. Lalalala. Heute spielen wir ein bisschen Pro Builders. Das, was ist denn Pro Builders, Julius? Ja, das werde ich oft gefragt. Haha, da habe ich auch schon eine Antwort im Ärmel. Pro Builders. Wir bekommen ein Wort und bauen uns dann Pro Builders. Danach bewerten wir die Bauwerke, du Hurensohn. Ey, Julius, was ist Pro Builders eigentlich? Ah, Pro Builders ist für mich wahnsinnig vieles. Okay. Es geht los. Oh, ich bin schon ganz aufgeregt. Was wird das Wort sein? Oh, ich bin ganz aufgeregt! Oh. Kanone! Okay, Freunde, bauen wir mal eine Kanone. Und dann am Ende schauen wir, wer die beste Kanone gebaut hat. Nee, hey. Kannst auch mal wegen Hitler bauen, der Stalin in den Arsch fickt. Und dabei. Das passt nicht zum Thema Kanone. Ich brauche eine richtig starke Kanone. Ey, Julius, ich habe eine Frage. Hm? Was ist die maximale Bauhöhe? Ah, Mann, ich verwerf die ganze Zeit meine Ideen wieder. Ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll. Meine Idee ist mega, aber ich habe keine Skills, um das umzusetzen, verstehst du? Klär mal deine Idee. Im Prinzip ist das ein riesiger Kanonenpenis. Der Sperma schießt. Also du willst das gleiche bauen wie ich eigentlich. Ich hab halt leider im Vergleich zu dem Schaft einen sehr kleinen Hoden. Aha. Ah, okay. Mark Butz hat im Vergleich zum Schaft einen kleinen Hoden? Also Leute, damit ihr es euch schon mal notieren könnt. King Julius Caesar, der kolossale Überpimperon, hat nicht nur einen umfangreichen Schaft, nein, er hat auch pralle. Okay, nein, komm, scheiß drauf. Das muss jetzt nicht unbedingt rein. Ey, das wird einfach der schönste Pimmel auf der ganzen Welt. Das ist ein schöner Pimmel, Mark. Das ist das Schönste, was ich je hatte. Oh. Es tut so gut, wie du mich liebst. Küss den Rest der Welt. Oh Gott, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich muss mal beeilen hier mit meinem Schwanni. Wenn der Schwanni fertig werden soll. Und ja, wir sind zu alt für Pinneswitze und schämen uns trotzdem nicht dafür. Aber hey, wie sagte schon damals Pythagoras? Jetzt erstmal euren Penis in die Hand, denn dann ist alles gut. Das hat Allotrix gesagt. Sag ich ja. Ich bin zufrieden mit meinem Schwanni. Also in Minecraft. Ich brauche noch Spinnennetze. So. Wofür das denn? Für die Munition, die verschossen wird. Ich verstehe dich. Wir haben die maximale Bauhöhe erreicht. Okay, ich hoffe, meine Kanone wird gut und gewinnt diese Runde. Das sehen wir gleich, leider, Freunde. Ich hab's leider nicht mehr geschafft, eine Zündschnur zu bauen. Ja, man hat auch keine Zündschnur. Scheißegal. Aber ich hab so einen Artilleriebomber gebaut. Oh. Und, wie findest du die? Die ist ziemlich perfekt, oder? Die ist doch ziemlich stark, oder? Das ist aber so eine fette Fleischwurst. Da kommt der Samen. Ah! Diese Runde wird von Bauwerk zu Bauwerk niveauvoller, ne? Hab ich dann auch mal ein Perfekt gegeben für dieses. Meldung! Grrr, ein Penis, da werde ich wild. Rrr, Meldung. Ah, TNT-Kanonen. Die sehen ziemlich sick aus.
Perfekt, Mann. Der hat dafür noch nicht länger als 30 Sekunden gedauert. Naja, er musste noch den Boden orange färben, damit das passt. Hoppel, Justin. Oh, guck mal. Ist die Kugel dann auch mal größer als der Lauf, ja? Da ist er wieder perfekt. Ich bin Marie 1806-2013 und du? Snake Snoot! Perfekt, Mann! Guck mal von der Seite, das Snake Snoot! Das ist halt wirklich ein Hexenhut. Oder irgendwas, das ist eigentlich alles, außer halt eine Kanone. Hoppel Benny! Hoppel Benny, Alter. Warum heißt hier die Fläche so? Serien Player 0. Ich hinterfrag das einfach nicht mehr. Oh. Okay. Gute Schussanimation, aber die Form der Kanone ist ein bisschen missglückt. Perfekt. Ich find's schrecklich und das habe ich auch gegeben. Der Pizzabote. Ha, du hast es ihm gezeigt. Haha. Der baut nie wieder sowas. Ah, der hat gleich zwei Kanonen gebaut. Die sind eigentlich stabil, da geht's perfekt. Die guten alten Wollkanonen aus dem Zweiten Weltkrieg. Da mussten wir noch mit Wolle schießen, weil unsere Frauen zu Hause nichts zu tun hatten. Okay, das ist sehr gut. Und? Der ja. Serienplayer hat gewonnen. Ich bin... Meine Samenkanone ist nur auf dem letzten Platz gelandet. Eine Schande ist das. Der Hoppel Benny ist auch wieder mit dabei. Oh, und die Marie 1.8. Und der Hoppel Justin. 2013. Die ist auch wieder dabei. Hey, viele alte Bekannte von vor 2 Minuten. Hey, hey. Julius. Hm? Komm mal her, komm mal her. Komm mal hier zu Marie. Ich sneak mich an. Vielleicht ist sie. Vielleicht ist sie diese Art von Mädchen, die, wenn man sie ansneakt, einen hochbekommen. Oh, sie hat zurücksneakt! Sie hat zurückgesneakt! Oh. Oh, sie sneakt! Oh, das Sneak Game ist strong! Warte, ich versuch mal, meinen Lurch in sie rein zu sneaken. Oh, da hat mir dann auch die Zeit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ey. Kann oh. Was vorwerfen. Neues Wort. Oh, ich bin aufgeregt. Engel. Da könnte ich jetzt natürlich dich bauen, um dir ein schönes Kompliment zu machen. Julius, ich habe gerade die Google-Suchmaschine aufgemacht und Deadpool Minecraft Skin gegoogelt. Baust du das jetzt? Nee, aber du kannst es gerne bauen. Ich tue einfach so, als wäre ich überrascht. Oh, Marc, danke. Oh. Ja, mach das, bitte. Ach nee, Alter. Ich weiß jetzt schon nicht, ob ich das reinschneiden kann, Alter. Das ist schon wieder viel zu brutal. Egal. Ich nehm's einfach, juckt. Was baust du? Was erwartet man, wenn man auf meinen Kanal geht? Was baust du? Zu sehen. Ein Engel. Julius. Ah ne, ich mach das weg, das ist zu brutal. Ich wollte Hitler bauen. Aber warte, ich hab eine bessere Idee. Ah, Digga! Ja, das. Ich weiß, dass das zu hart ist für YouTube. Das hättest du echt nicht machen können. Ja, ich weiß, ich mach das weg. Ich hätte dafür 100%igen Strife bekommen. Freunde, merkt euch eins: Hitler ist nicht lustig, Hitler ist kein Engel. Himmler ist kein Engel? Himmler war kein Engel. Okay. Es ist halt schon mega viel Zeit vergangen, aber ich habe eine richtig starke Idee, die kriege ich bestimmt noch umgesetzt, wenn ich an meine Digimon glaube. Umgesetzt? Vom Ungeheuer. Oh.
Mums, ha! Hoho, Simoms! Bims fertig! Like, wenn wir die nächste Folge mit Simoms aufnehmen sollen. Komm ich, wenn nicht. Teilen, wenn... wenn ihr gegen... gegen Mobbing seid. Ignorieren, wenn nicht. Ignorieren, wenn ihr für Mobbing seid. Genau. Ignorieren, wenn du die Nazis gut fandest. Alter, das ist so scheiße schlecht. Das ist so abgrundtief scheiße. Oh Gott. Wie du das schon sagst, ich freue mich richtig auf dein. Das ist halt, das ist das minder qualitativste, was ich jemals gebaut habe. Das ist auf so vielen Ebenen so schlecht und billig. Aber ich hatte halt nicht viel Zeit. Also hier darf man keine Ansprüche haben, okay? Eine Minute hast du noch. Ja, ich bin ja auch noch nicht längst, ich bin ja auch noch längst nicht fertig. Der Hauptjoke fehlt noch. Das ist ein sehr anspruchsvoller Joke. Eine Minute Bauzeit, okay, in der Zeit schaffe ich den Joke. Ich will's hoffen. Ich will auch lachen. Du willst einen kleinen Lachkick haben? Ja, ich will einen kleinen Lachmandarine sein. Ein Schmunzelflip willst du? Ich bin im richtigen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein starker Engel. Hey, ja, wieder hier. Perfekt. Der hat zwei Gesichter. Auf der einen Seite ist es Elvis Presley. Auf der anderen Seite. Aber, nicht. Marc, haben wir nicht alle zwei Gesichter? Marie 1806 2013. Der hat vor allem nur einen Arm. Oh! Julius ist das. Das ist meins, ja. Ist das der Erzengel, der auf die Erde kommt und uns alle richten wird? Ja. Das ist perfekt. War das jetzt echt eins? Ja. Ja, das war der Erzengel Gabriel, der mit dem flammenden Schwert die Ungläubigen richtet. Das ist gut. So wie das bei mir supported wird auf dem Kanal. Was ist das? Das ist einfach. Das ist ein guter Engel. Das ist ein richtig guter Engel. Der schießt einfach einen Laser aus seinem Auge. Damiano 07. Alter, Damiano 07 ist einfach 6 Jahre alt. Das ist Killershit. Ich werde deine Familie ermorden. Ich hasse Kinder. Auch diese vier Dinger, die er hinten am Kopf hat, sind sehr nice. Ziemlich natürlich. Das haben Engel für gewöhnlich. Junge! What the fuck? Sein Unterkiefer ist einfach abgerissen im Kampf gegen das Böse. Daran sieht man, dass er ein wirklich guter Engel ist. Schon wieder perfekt hier alles. Was ist das für eine Runde? Oh, Homer hat mich angesneakt. Oh, das ist wunderschön, Marc. Das ist das schönste Liebesgeständnis, was ich jemals gesehen habe. Du bist einfach... Julius, guck mich an. Hier in Minecraft. Du bist mein Engel. Oh. Da dachte ich auf der falschen Höhe, aber das war genau die richtige Höhe. Oh, Titten. Guck, sind das Hände? Das sind die... Alter. Das sind Titties, oder? Keine Arme, aber dafür richtig, richtig pralle Melonen. Also, da wurde der Fokus schon richtig gesetzt. Melden! Das ist nicht okay, Brüste sind nicht okay. Damiano, Alter. Damiano 07. Der Damiano sieht das entspannt. Oh. Der hat auch das gute alte Heiligen-C auf dem Kopf, wie man das kennt von Bibelzeichnungen. Weißt du noch, als wir uns an der Gamescom getroffen haben, da habe ich einen Engel gesehen. Okay. Das ist, guck mit seinen leeren, gruseligen Augen. Das ist nachvollziehbar. Boah, Junge. Er sieht so aus, als ob er so denkt, warum bin ich am Leben? Nein, der denkt halt einfach überhaupt nicht. Der ist leer im Kopf. da. Ja, ich verstehe die Message. Schau, hier ist die Hölle und das Böse. Und hier ist er, das Wasser und der... Hier ist das Wasser. Das Wasser und der Matsch. Komm, wir baden zusammen.
Oh. Shampoo nehme ich ein. Das haben die. Das ist halt echt ein geiles Meme. Actually, das sieht echt gut das aus. Beste bis jetzt. Guten Tag. What up? What's poppin? Das ist halt echt ein Meme. Ah, du bist auf dem letzten Platz. Und ich bin auf dem 9. Platz. Also wieder eine sehr erfolgreiche, gute Runde. Hier, der Ich bringe euch alle um Engel hat gewonnen. Und, ja. Like das Video. Schreibt in die Kommentare, dass das das beste Video war, was ihr je gesehen habt. Teilt das Video mit allen, die ihr kennt. Ob die es wollen oder nicht. Und, schaut in die Videobeschreibung. Da habe ich unseren lieben Freund hier, den guten alten Marc Butz, drin verlinkt. Dann könnt ihr auch auf seinen Kanal gehen und da auch alle seine Videos liken und teilen und darunter kommentieren. Bei 100 Likes schlitzt Julius sich die Kehle auf. Das kann man so stehen lassen. angeguckt hat. Ja, Luis, tut mir leid. Oder hast du schon gesungen? Ja, haben schon gemacht. Den Singen-Ding. Vielleicht war ich ja auch gar nicht auf der Toilette. Wollt ihr irgendwas gebannt haben oder so Shit? War nicht schön, nochmal. Ich hätte gerne Jansu gebannt. Ja. Alles Gute! Caitlin, bann mal Caitlin. Was? Ist das jugendfrei? Alter, sieht das komisch aus. Geil, warte. Sieht einfach echt so aus. Warte, ich spritz ab. Julius, komm mal, folg mir mal. Nicht 440 Jahre alt werden, obwohl sie es eigentlich werden können in der Theorie. Frag doch mal Sascha von den Außenseitern. Ja, der Sascha, hat das der gesagt. Schon. Dreh dich nicht auf die Unkraut. Schau, wie viele Blumen ich hab. Oh Leute, ich bin so ein Multitalent. Nee, das meine ich gar nicht. Ich bin multitaskingfähig, meinte ich. Ich zieh mir gerade eine Hose an. Hier, komm. Oder meinst du auf Twitter? Ja, da auch. Komm hier hin. Komm, lutsch mal. Okay. Geh hoch. Ich dachte, wir spielen was ganz anderes. Was meinst du denn jetzt? Wieso denn lutschen? Nein, wir spielen Mutter, Vater, Kind. Okay. Du bist die Mutter, ich bin das Kind. Da kam ein Typ, hat geguckt. Marc Butz möchte sich einen Penis ins Gesicht tätowieren. Nein, ich wollte nicht Gesicht sagen. Ja. Du wolltest sagen, unten zwischen deine Beine. Nein, ich wollte mir einen Penis auf den Penis tätowieren. Ich dachte mir, glaube ich, in Kürze die Bibel auf meinen Penis tätowieren. In Schrift. Ach nee. Mann. Perfekt. Ich habe noch nie was Schöneres gesehen. Was ist? Julius? Nee. Julius, warum weint der? Ja, Julius. Weil er nichts zum Essen hat. Guck dir mal seinen Körperbau an. Mann. Julius. Ach, Junge, das ist einfach auf so vielen Arten falsch. Ja.
Wer ist denn seine... Muss man auch einhalten. Auch in der Hood, Tempolimits. Das ist ganz klar. Sonst gefährdet man sich und andere im Straßenverkehr. Mann, ich hasse euch alle! Im Gegnerteam meine ich jetzt, also nicht euch. Nicht euch, Leute. Nicht euch, Leute. Nicht euch, ich liebe euch. Magbutz hasst seine Zuschauer. Magbutz? Magbutz, eine weitere Äußerung seines... Wer wird sich nicht über einen Tannenbaum freuen, Leute? Wenn ich zu Weihnachten einen Tannenbaum geschenkt kriegen würde, wäre einfach nur glücklich. Ich wäre glücklich, wenn ich was zu Weihnachten bekommen würde. Glücklich, wenn ich Eltern hätte. Apfel. Apfel. Was ist das denn? Das ist ein Auto irgendwie. Sahnigen Timeout. Ein sahnigen? Sahnig. Ist der auch. Ist der auch cremig oder wie? Nee, ist nur sahnig. Nur sahnig. Hm. Eher so. Schlagsahne-sahnig oder eher so Sprühsahne-sahnig? Du überforderst mich hier. Bitte! Warum ist dein Kuchen? Das ist kein. Achso, ja, den Kuchen hat der kleine Junge Schreck zum Dank auf den Penis gelegt. Das ist ziemlich gut, Mann. Das ist designtisch qualitativ hochwertig. Minimalistisch. BMW mit mächtig viel PS. Doch ich brauch so eine Scheiße nicht. Ich hab was Besseres entdeckt. Erst war es gar nicht da. Es brauchte seine Zeit. du schließt die Lyrics von Doppelkind vor! Doch, Leute. Ich musste erst viel essen.